Jamba Rafiki und willkommen zum neuen Video. Ich bin deine Caroline. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich den ganzen Tag zu Hause war. Aus dem Grund, wir hätten drei Elektriker, die die Heizung im Kinderzimmer reparieren sollte. Kinderzimmer hat keine Heizung. Es gab damals, aber es war so keine richtige Heizung. Und jetzt sollte eine richtige Heizung installiert werden. Und sie sind so ungefähr um 10 Uhr angekommen und es hat zu lange gedauert, dass ich hätte auch nicht so gedacht, dass es so lange dauert. Ich hätte so 2 Stunden eingeplant, aber es ist jetzt fast 17 Uhr. Und ja, den ganzen Tag, wie es bei uns gelaufen ist, es war ein bisschen schwer, den kleinen Mann in einem Raum zu halten, weil aus dem Grund, wir hatten so offene Steckdosen. Und ja, wie ihr kennt, ein Kind, er ist jetzt im Alter, wo er sehr neugierig ist. Er wollte auf die Materialkoffer zugreifen, das heißt, irgendwann musste ich die Tür im Wohnzimmer zumachen. Und mir ist eingefallen, ich habe die gar nicht zum Trinken oder zum Essen angeboten. Und ja, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, aber naja, es ist passiert so, wie es passiert ist. Und jetzt kann ich euch die Heizung zeigen. So, normalerweise ist unsere Wickelkommode da an der Wand festgeschraubt, aber wir mussten das wegmachen und zur Seite schieben. Und sie haben die Heizung erstmal hier, was ich ein bisschen komisch finde, weil ich habe gedacht, sie wären die Heizung an der Wand. Weil hier, dieser Teil hier ist einfach eine Pappe, die Wände sind zu dick, das heißt, sie hätten einfach diese Pappe wegmachen können und die Heizung ein bisschen rein. Naja, ich beschwere mich auch nicht, weil es ist so passiert, wie es passiert ist und sie wissen besser als ich. Jetzt das Problem liegt daran, diese Schiebedinge hier können wir jetzt nicht mehr rausschieben. Und das heißt, ich muss noch gucken, was ich mit dieser Ecke hier mache. Das ist die Situation. Und sie meinte, die Heizung, da die Heizung noch neu ist, es kann sein, dass es ein bisschen komisch riecht. Deswegen werde ich versuchen, heute und morgen, dass der kleine Mann nicht hier so lange bleiben muss und auch lüften. Sie meinte, lüften ist auch sehr wichtig und das dauert ein paar Tage. Es ist noch nicht komplett fertig. Der Mann kommt morgen, da die Heizung nicht mit irgendwie etwas ist, funktioniert nicht so richtig. Die Heizung funktioniert, aber etwas fehlt noch. Und der Elektriker meinte, er muss noch diese Firma anrufen und alles abklären, warum dieser Teil nicht funktioniert. Ich weiß es jetzt nicht, wie dieser Teil heißt. Ja, wir haben die altmodische Heizungen, aber ja, Hauptsache es ist warm. Aber glaub mir Leute, falls ich jetzt in eine Wohnung umziehen würde, Fußbodenheizung wäre in der Liste meiner Prioritäten. Das hier ist dieser Teil, was wir benutzen können, um warme Luft reinzupusten. Sie haben erstmal hier festgeschraubt und wieder oben. Mal sehen, was wir da machen, damit es nicht so auffällig aussieht. Und jetzt gehe ich schnell kochen, bevor mein Mann zu Hause ist und dann können wir zu Ikea fahren. Weil ich will einfach raus aus der Wohnung, weil bevor mein Kopf platzt. Ja, bis gleich. Das Abendessen ist jetzt fertig. Jetzt heißt es schnell essen und nach Ikea fahren. Ja, ich freue mich einfach raus aus der Wohnung zu gehen, weil ich war den ganzen Tag zu Hause. Das ist einfach unser Abendessen. Das sind Fusilli Spaghetti mit Spinat gekocht in Kokosmilch. Und überraschenderweise, ich habe die Hälfte der Verpackung von Spinat benutzt. Und ja, es reicht nicht mal 2 Portionen. Wie man sieht, ist fast alle. Guten Appetit. Wir sind jetzt in Ikea angekommen. Ja, Mama. Was? Ist die direkt wieder runter oder? Ja. Willst du durchlaufen? Können wir durchlaufen. Asleep down the chimney, broad and black.
Minimalist. Hallo, ich melde mich wieder. Es ist fast 16 Uhr. Heute ist Dienstag. Der Elektriker war hier gewesen und er meinte, der Funk klappt es nicht. Das heißt, die Heizung und Thermostat. Irgendwie haben die keinen Funk. Woran es liegt, konnte er auch nicht herausfinden. Das heißt, die Firma schickt jetzt eine neue Thermostat. Dann kann er diese Woche wieder vorbeikommen und das wechseln. So, der Kleine schläft und jetzt ich versuche ein bisschen aufzuräumen. Ich habe das Gefühl, dass ich seit Sonntag nur am Aufräumen bin, aber naja, irgendwie komme ich nicht vorwärts. Zum Beispiel gestern konnte ich nicht so viel tun, da die Elektriker hier waren und wir waren in einem Zimmer mit dem kleinen Mann begrenzt. Das heißt, heute Dienstag versuche ich alles zu platzieren, wo sie gehören, welche aufhängen und so weiter und so fort. Wir haben heute Elternabend, da unser Sonnenmann in ein paar Monaten in den Kindergarten geht. Und heute ist quasi Infoabend und ich freue mich total. Das Eis, mir ist eingefallen, ich muss langsam lernen, loszulassen. Ich weiß es nicht jetzt, ob es schwer ist oder leicht, aber ich muss langsam anfangen, loszulassen. Ja, erstmal mag ich mir eine heiße Kaffee. Hot Coffee. Ja, bis gleich. So, bevor ich jetzt anfange, ich habe mir schon Kaffee gemacht mit Milch. Ich trinke meinen Kaffee immer mit Milch. Würde ich dir erstmal die Sachen zeigen, die ich von Ikea gestern gekauft habe. Ja, gestern habe ich einen Spaziergang gemacht Richtung Ikea und ich habe hier zum Beispiel goldene Kugeln, die ich für meine Do-It-Yourself benutzen werde. Eine Kerze für meinen Schminktisch. Mein Schminktisch muss ich auch auf jeden Fall heute oder morgen aufräumen, weil es sehr dringend notwendig ist. Ein Box haben wir auch gekauft. Da wir so viele Tees haben, wollen wir alle Tees hier so reinstellen. Nicht, dass sie jetzt im Schrank in der Küche so einzelne Verpackungen liegen. Das finden wir nicht so schön. Deswegen haben wir diese Box gekauft, damit wir alles hier in eine Reihe. Dann gibt es diese Aufbewahrungssache, Rassler und Kerzen für meine Adventskranz und natürlich diese Sachen für Bücher, damit die Bücher nicht rutschen. Ja, das war mein Einkauf. Und das ist quasi unsere Teekiste einfach. Ansonsten alle anderen, die jetzt nicht so ausgepackt sind, habe ich einfach die zwei Boxen. Ja, ich finde es eigentlich eine coole Sache, weil ich muss nicht so viele Teeverpackungen im Küchenschrank verstauen und ich brauche einfach diese Kiste und dann reicht es. Ja, ich bin sehr müde und ja, ich schaffe es nicht, das mit dem Kindergarten dir zu erzählen und ich denke, das mag ich morgen. Ich mag mich jetzt Bett fertig und dann gehe ich schlafen. Gute Nacht und bis morgen. So, gestern im Kindergarten und nicht wundern, ich trage den kleinen Mann auf dem Rücken, damit er schlafen kann. So, gestern im Kindergarten, wir haben unseren Sonnenmann mitgenommen, in der Hoffnung, dass es nicht so lange dauert. Und es hat so ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Und ja, er hat sich gefreut, da zu sein. Große Räume, viel Spielzeuge. Uns wurde alle Räume gezeigt. Und in jedem Raum ist er einfach reingelaufen, spazieren gegangen, als ob er dahin gehört. Er hat sich wohl gefühlt, er hat mit der zwei Erzieherin so wohl gefühlt. Und ja, das ist für mich was Positives, dass er in diesem Ort erstmal sich wohl fühlt. Und es war so, er hat auch uns ignoriert, Ils Mama und Papa ignoriert und alleine gespielt, Spielzeuge selber geholt und gespielt. Er hat sich bedient, es gab Wasser und Kekse auf dem Tisch und er hat sich herzlich bedient, gerne bedient. Wir haben so viele Informationen bekommen, so viele Materialien, die wir in der nächsten Zeit ausfüllen müssen, durchlesen und diskutieren, was wir wollen, entweder Teilzeit oder ganzen Tag. Aber sie meinte, normalerweise ist es so, sie empfehlen keinen Eltern, so ein Kind am Anfang mehr als sieben Stunden im Kindergarten zu lassen. Weil nach 7 Stunden sind die Kinder schon fix und fertig, so müde. Und für die Entwicklung ist es auch nicht so empfehlend, dass sie jetzt mehr als 7 Stunden im Kindergarten sind.
Und ja, das war's. Und ich wusste nicht auch, dass wir irgendwelche Arten und Weise von Eingewöhnungsmodelle haben. Und ja, neue Sachen zu lernen. Jetzt, wo ich ein Kind habe, ich lerne auch vieles. Und das war's von unserem Besuch im Kindergarten. Ja, und ich denke, ich werde dieses Vlog hier beenden. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich würde mich freuen, wenn du abonnierst. Vergiss nicht, das Glöckchen einzuschalten, damit du jedes Mal benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video poste. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen. Und ich sage Asante Sana für das Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Pass auf dich auf.